Mann, ich habe schon wieder so eine winzige Portion bekommen. Ich habe eine durchschnittliche Milka. Schaut mal, wie groß meine Schokotoppe ist. Ha, Emma, du hast die kleinste Portion. Dafür werde ich die ratzfatz aufessen. Aber zuerst brauche ich eine klitzekleine Küche. Ich nehme einen winzig kleinen Topf und schalte mein klitzekleines Feuer an. Hey, darf ich auch mal schauen? Natürlich doch. Ist ja süß. Und jetzt lasse ich die Schokolade schmelzen. Und außerdem gebe ich ein bisschen Milch hinzu. Und fertig ist meine kleine Portion Kakao. Schaut doch nur, wie gut das aussieht. Na dann, lasst mich mal probieren. Den kleinen Finger nicht vergessen, das macht die Sache aristokratisch. So lecker, aber so wenig. Aristokratisch, von wegen. Britney, du kannst jetzt weitermachen mit deiner Schokolade. Aber gerne doch. Ich liebe Schokolade so sehr, ich bin bereit, sie zum Frühstück, Mittag und Abendessen zu essen. Der absolute Brüller. What? Britney, wo bleiben deine Manieren? Oh, tut mir leid. Jetzt ist Sarah dran. Hey, lass meine Schokotafel hier. Die gehört nämlich mir alleine. Es wird Zeit, dass ich daraus ein Schokohaus baue. Zuerst muss ich alles schön messen. Und jetzt in einzelne Teile zerschneiden. Wie heißt es so schön? 7-mal messen und 1-mal sägen. Aber hier werde ich mehrmals sägen müssen. Oh, ich wollte schon immer mal ein Bauarbeiter sein. Wow, das sieht ja cool aus. Vielen Dank. Und jetzt kommt das Beste. Ich werde mein Haus probieren. Oh, einfach wunderbar lecker. Hey, was ist denn hier los? Hey, wie konntet ihr es wagen? Das ist mein Haus. Ich liebe diese Kekse. Oh, hast du eine kleine Portion, Sarah? Ja, da habe ich Pech gehabt. Na, endlich habe ich mal Glück gehabt. Na, Sarah, jetzt lache ich dich aus. Tut mir leid, aber du kannst anfangen. Ich hoffe, ich verliere meinen Keks nicht. Oh nein, er ist in der Milch untergegangen. Wie soll ich ihn wieder rausholen? Mit der Hand schaffe ich das wohl nicht. Ich werde die ganze Milch wohl austrinken müssen. Oh, ich habe es ein bisschen übertrieben. Siehst du lustig aus? Hey. Schau mal, hier ist ein Keks. Hurra, ich habe ihn gefunden. Das hat lecker geschmeckt. Britney, jetzt bist du dran. Oh, riecht das gut? Ich werde meinen Keks auch in der Milch baden. Jetzt nehme ich mir einen Strohhalm und rühre alles gut um. Ist ja super. Das hat so gut geschmeckt. Ich hätte gerne noch eine Portion gehabt. Emma, jetzt bist du dran. Na, endlich. Endlich werde ich satt. Oh nein, mein Keks ist zu groß. Ich kann ihn nicht in die Milch tunken. Was soll ich tun? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich muss den Keks einfach ein bisschen kleiner machen. Das werde ich auf jeden Fall schaffen. Ich liebe diese Creme. So, fertig. Jetzt passt mein Keks perfekt in die Milch. Ich kann es kaum erwarten, ihn so milchgetunkt zu probieren. Ich liebe es. Das war toll. Einen Moment, bitte. Ich muss noch die Milch austrinken. Oh, jetzt bin ich satt. Ja, du Vielfraß. Nur 4 Zentimeter? Ich habe auch eine größere Portion erwartet. Und ich liebe meine Portion. Wow, ist die groß. Das könnt ihr laut sagen. Ha, Sarah, du hast die kleinste. Du kannst wohl anfangen. Das macht mir nichts aus. Ich gehe einfach direkt ans Essen. Schmeckt voll lecker. Jetzt bin ich dran. Mit Stäbchen essen ist irgendwie voll unbequem. Ich saug meine Portion auf. Nudel für Nudel. Schaut doch nur, wie toll das aussieht. Ja, weck uns auf, wenn du fertig bist. Mädels, ich bin soweit. Tada!
Na endlich. Also, jetzt bin ich dran. Ich nehme mir riesengroße Stäbchen, um diese riesengroße Portion aufzuessen. Hey, ich hab's. Ich kann was aus den Nudeln stricken. Oh. Wow, schau dir das an. Britney hat sich einen Schal aus den Nudeln gestrickt. Na, gefällt euch mein Outfit? Fantastisch. Und jetzt kann ich ihn auch noch aufessen. Ich liebe Milch mit Cornflakes. Ich auch, vor allem, weil ich eine mittlere Portion bekommen habe. Yeah, diesmal ist das Glück auf meiner Seite. Oh, Menno, im Vergleich zu deiner Portion ist meine ja winzig. Aber ich probiere trotzdem was. Voll süß. War da nur ein Stück drin? Okay. Na, wie auch immer, jetzt kann ich die Milch trinken. Nur ein Tropfen? Ist ja blöd. Sarah, jetzt bist du dran. Da freue ich mich schon. Ich liebe diese Cornflakes. Da hast du aber Glück gehabt. Und jetzt trinke ich was von der Milch. Und jetzt will ich beides gleichzeitig haben. Ew. Ja, das macht die Sache viel besser. Jetzt bist du dran. Moment mal. Ich brauche erstmal eine Schüssel. Hä, das war eine Option? Aber natürlich doch. Oh, was für eine schwere Packung. Ich gebe meine Cornflakes hier rein. Nein. Und jetzt öffne ich meine Milchpackung. Mann, die Milch ist auch voll schwer. Es hat geklappt. Und jetzt kommt das Beste. Ich liebe es. Schmeckt das gut? Du hast es geschafft. Uns erwartet eine Challenge mit Torten. Cool, lass mich anfangen. Gerne. Mal sehen, mit welcher Zutat ich meine Torte dekorieren kann. Warum will dieses Rad sich eigentlich noch drehen? Bingo. Ich mach die Augen zu und stoppe es. Hey, what's the matter with you? What? Was? Wasabi? Ich habe von was Besserem geträumt. Come on! Hier, jetzt bist du dran, das Rad zu drehen. Ich hoffe, wenigstens habe ich Glück. Wow! Der Pfeil ist direkt in der Mitte. Das heißt, dass ich beides bekomme. Das sind Kinder Bueno und Nutella. Come on! Und das Beste daran ist, dass ich beides auf meine leckere Torte packen kann. Wow, wow, wow! Ich liebe Nutella. Aber wie lässt sich die Creme gleichmäßig über den Kuchen verteilen? Genau. Bingo. What? Hey. Oh. Was hat sie vor? Alright, alright, alright. Ich brauche ein paar Werkzeuge. Ein Spatel sollte mir helfen. Das sieht so köstlich aus. Diesen Kuchen würde ich auch gerne probieren. Awesome. Das ist noch nicht alles. Jetzt kann ich die Schokolade noch mit dem Roller gut verteilen. Pass mal auf. Und jetzt kommen noch die Schokoriegel dazu. Erstmal die Verpackung loswerden. Und dann kann ich mich an die Arbeit machen. Wow! What? Es ist sehr wichtig, die Maße nicht zu verwechseln. Okay. Deshalb benutze ich ein Maßband. Alles hat die perfekte Größe. Jetzt kann ich die Torte mit den Schokoriegeln umranden. Hey, hey, worauf wartest du noch? Okay. Du hast noch zwei Tuben Wasabi. Die riechen sogar scharf. Aber ich werde beweisen, wie mutig ich bin. Wasabi kann mir doch keine Angst machen. Jetzt muss ich den Wasabi über den Kuchen verteilen. Kann ich deinen Spatel verwenden? Ich glaube, mir wird das nicht stören. Oh, da ist sogar noch etwas Nutella übrig. Erledigt. What? Uh-oh. Natürlich werde ich den Spatel nicht waschen. Ha, Mia kriegt etwas Wasabi hinzu. Seltsam, wieso ist die Schokolade grün? Ist das Wasabi? Kate, du solltest dich schämen. Wie konntest du das wagen? Du hättest mir fast ins Auge getroffen. Come on! Das war's. Genug geredet. Zeit, das Ding zu probieren.
Hey. Ich glaube, Kate hat den Verstand verloren. Wünscht mir Glück. Gross. Na, wie ist das? Jetzt will ich auch was von der Torte probieren. Ich bin mir sicher, das wird einfach magisch gut. Ich hatte recht. Das ist der beste Kuchen, den ich je probiert habe. Ich kann einfach nicht aufhören. Das ist eine echte Schokoladenbombe. Schokoladenbombe. Ich hingegen kann meinen Kuchen nicht wirklich essen. Das brennt ja richtig. Oh nein, mein Mund verbrennt gerade. Ich brauche dringend was anderes. Ich brauche noch mehr. Ach, dass du wegkommst. Als Strafe kriegst du noch dieses kleine Rad hier. Okay, schlimmer kann es eh nicht werden. Oh nein. Bloß keine Eier. Ich hasse Eier. Das geschieht dir zu Recht. Ich glaube, du musst die Eier nicht unbedingt auf den Kuchen geben. Wie wär's mit einer Eierdusche? Das ist furchtbar. Ich bin völlig nass. Das wird köstlich. Mia, warum schläfst du? Oh. Ah ja, genau. Oh ja, ich krieg Bonbons. Und was bekomme ich? Futter? Aber ich bin doch kein Hund. Du musst das Futter aber essen. Und auf mich wartet ein ganzes Fass voller Leckereien. Hey! What? Awesome! Ich habe noch niemals bevor Hundefutter probiert. Aber vielleicht schmeckt es ja. Ich mach noch nicht einmal die Packung auf. Ach so, das ging so. Oh no! Ja, das stinkt ja richtig. Meine Bonbons gefallen mir richtig gut. Die sind so schön sauer und lecker. Die gehören auf meine süße Torte. Die werden den Geschmack super ergänzen. Erstaunlich, das sieht klasse aus. Jetzt will ich aber was probieren. Sieht ja schön aus. Mm, die Säure kann ich spüren. Das gefällt mir. Kate, hör auf, mich anzustarren. Iss deinen Kuchen. Na, ich will die Packung nicht einfach umkippen. Das wird zu viel sein. Eine Handvoll wird reichen. Das ist gut. Oh nein, du musst alles damit bestreuen. Okay. Ja, wieso bist du so gemein? Oh no! Na, bist du glücklich damit? Jetzt esse ich diesen Kuchen mit Hundefutter. Ich hoffe, ich muss von der Torte nicht kotzen. Oh! Hey, you! Oh, das ist ja mega eklig. Oh, hallo, wer bist du denn? Du kommst gerade rechtzeitig. Schau, wie viel Futter ich habe. Was ist hier los? Wo kommt der Hund her? Ich bin allergisch gegen Hunde. Mach, dass du wegkommst. Die ist ganz schön gemein. Na gut, wenn Hunde das essen können, kann ich das auch essen. Nein, ich kann nicht. Was jammerst du? Oh, meine Süßigkeiten sind auch mega sauer. Sogar viel zu sauer. Zu schade, dass ich kein Handy hier habe. Ich würde ein Foto von dir machen. Nun, wenn du dich jetzt eh nicht bewegen kannst, dann kann mein Hund natürlich die Torte probieren. Schon wieder dieser Hund. Du hast schon wieder gegen die Regeln verstoßen und nicht das gegessen, was du bekommen hast. Du bekommst ein Bestrafungsrad. Oh no! Nein, bitte nicht. Okay, ich muss es eh tun. Das wird mein Make-up ruinieren. Das wird sicher lustig. Oh, jetzt muss ich mir mein Gesicht waschen. Ich finde, das steht dir. Wie eklig. Kommt die Krankenschwester? Anscheinend nicht. Es ist also Zeit, etwas Leckeres zu essen. Was? Woher hast du die Leckereien?
Ohne sie wäre ich nicht ins Krankenhaus gegangen. Aber wer kommt da? Mama, wir müssen Schokolade verstecken. Aber wohin genau? Ich werfe sie in den Gips. So, so, so. Valentina, Sie brauchen Ruhe und Sie springen hier herum. Was verstecken Sie da unter Ihrer Decke? Also, was macht Schokolade über der Lippe? Mach auf! Ah, das ist es. Tina, wir dürfen keine Süßigkeiten im Krankenhaus haben. Ich nehme alles mit. Warten Sie bitte nicht. Lassen Sie wenigstens nur eine Leckerei. Keine einzige Süßigkeit. Obwohl, ich habe einen versteckten Twix, den die Krankenschwester nicht gefunden hat. Wir werden ihn jetzt bewerten. Riecht köstlich. Genau das hat mir gefehlt. Aber mehr habe ich nicht. Dieses Problem muss irgendwie gelöst werden. Ich weiß sogar wie. Ich werde meinem Bruder eine Nachricht senden, dass ich süße Hilfe brauche. So, wer hat mir geschrieben? Oh, das ist meine Schwester aus dem Krankenhaus. Wow, sie ist ohne Süßigkeiten. Was für ein Horror, ich muss ihr dringend helfen. Jetzt werde ich alle Lieblingsleckereien der Schwester sammeln und wir können ins Krankenhaus gehen. Wenn mich die Krankenschwester nur reinlässt. Wir müssen es versuchen, einfach da durchzukommen. Vielleicht wird sie es nicht bemerken. Hey, was ist da los? Man darf hier nicht mehr Süßigkeiten rein. Na gut. Oh, guten Tag. Sie haben mir eine geniale Idee gegeben, Fräulein. Im Ernst? Will sie sie nicht einmal anschauen? Und dabei hat sie sie reingelassen. Alles klar, wir müssen sofort schwanger werden. Aber da ich ein Junge bin, kann ich nur mit Leckereien unter einem Hude schwanger werden. Damit man mir sicherlich glaubt, muss ich eine Perücke anziehen. Blond steht mir, oder? Bisschen Lippenstift? Großartig! Es bleibt übrig, den Rucksack unter mein Sweatshirt zu stecken und wir können zu deiner Schwester los. Fertig. Ich bin bereit. Wow, es ist schon die zweite Schwangere in einer Stunde. Darf ich Ihren Bauch hören, Fräulein? Nein, ich bekomme mein Baby. Ich muss dringend zum Arzt. Aber bitte nicht in meiner Schicht. Kommen Sie rein. Wie schwer es ist, mit so einem Bauch rumzulaufen. Oh, Tina, hallo, ich komme zu dir. Was, erkennst du mich nicht wieder? Kennen wir uns wirklich? Ja, also hatte ich einen großartigen Plan. Ich bin's, dein Bruder Oscar. Erkennst du mich? Cool. Ich habe dir Leckereien im Bauch mitgebracht. Leg los. Ich bin Tinas einzige Nachbarin. Bitte teil's mit mir. Ich will auch was Leckeres. Was ist los mit dir, Julie? Sie will auch etwas Leckeres. Natürlich werden wir es mit dir teilen. Du kannst es essen, Naschkatze. Kannst du es mir direkt in den Mund legen? Und wer kommt da mit Leckereien? Nun gib's zurück und du kannst weitergehen. Komm schon, geh weg von hier. Mensch, wen habt ihr uns mitgebracht? Was ist mit dem passiert? Ein Zug hat mich überfahren, ein Elefant hat sich an mir herumgetrieben. Oh, das war's. Mensch, er muss dringend in Operationssaal. So jung, aber schon so viele Probleme. Schrecklich. Und Süßigkeiten bitte zurückgeben. Wer kommt als nächstes? Was für ein Tag. Was? Das ist mein Bruder Oscar. Was ist mit ihm passiert? Sag's mir, lebt er? Es tut mir leid, aber befindet sich in einem Zuckerkoma. Wie kommt das? Zuckerkoma? Man könnte sich etwas Interessanteres einfallen lassen. Tina, ich habe dir Leckereien mitgebracht. Das war ein Scherz, aber sonst hätten sie mich nicht reingelassen. Lass uns gemeinsam essen. Und gib mir bitte auch was. Ich bin hier. Es war ein Prank auf höchstem Niveau. Das ist sicher, Bruder. Fang, Julie. Oh, es tut mir leid. Hier hat Julie die Süßigkeiten wirklich in den Kopf geschlagen bekommen. Wie lange denn noch? Ich habe schon gesagt, dass du keine Süßigkeiten mitnehmen darfst. Gib's her. Oh, ich bin so cool. Ich nehme den Kindern Süßigkeiten weg. Davon habe ich immer geträumt. Wer ist denn das alles nach der Arbeit? Mir steht die Krankenschwesterbekleidung so gut. Ich habe immer davon geträumt, hier zu arbeiten. Oh, sie ist also eine Krankenschwester. Dann habe ich einen coolen Plan, wie man Süßigkeiten mitbringt. Ich werde auch so tun, als wäre ich eine Krankenschwester. Also, ich meine Krankenpfleger. Vergessen wir das gemeine Gesicht nicht. Tut mir leid, Kumpel, aber das darfst du nicht mitnehmen. Ich habe keine Kräfte mehr. Wer bist du denn noch? Ein neuer Krankenpfleger? Habe ich einen Nachfolger? Okay, dann gehe ich zum Mittagessen, aber ich behalte dich im Auge, Neuer. Nun ist sie endlich weg und ich brauche dringend diese Kiste mit Leckereien. Wir bringen ihn jetzt meiner Schwester. Meine Gummibärchenwürmer. Wiiui, lecker. Wer isst hier Süßigkeiten? Tina, wieder zum Alten? Ich habe alles gesehen, also habe ich noch mehr Süßigkeiten mitgebracht. Hallo, Schwesterchen. Bruder, bist du es wirklich? Komm her, ich habe Hunger. Und ich auch.
Und ich, vergesst mich nicht. Ich bin hier auch ohne Süßigkeiten. Hey, Oscar, du hast vergessen, Julie Hallo zu sagen. Hallo, Julie. Wir essen hier Leckereien. Wie geht's dir? Hallo, Partner. Ich wusste, dass solche hübschen Männer in diesem Krankenhaus nicht arbeiten können. Komm schon, verschwinde von hier, damit ich dich nie wieder sehe. Oh, was für ein Kopfweh. Schrecklich. Oh, sie ist wieder hier. Wie kann ich die Süßigkeiten mitnehmen? Genau, ein guter Grund, eine Rolle eines Arztes zu versuchen. Ich habe gerade noch keinen Beruf gewählt, also es ist ein Versuch wert, um Arzt zu sein. Ein weißer Kittel? Sicherlich. Eine Brille für ein intelligentes Aussehen und ein Anstecker. Ein Koffer mit Süßigkeiten und wir können gehen. Oh, guten Tag, Doktor. Ich brauche Ihre Hilfe. Mein Kopf furchtbar weh. Fassen Sie sich hier an. Autsch! Geben Sie mir eine Pille gegen Schmerzen. Oh, no! Ihnen geht's noch gut. Was? Möchten Sie eine Tablette? Okay, lassen Sie uns etwas suchen. Obwohl ich hier einige Süßigkeiten habe. Was kann als eine Pille passen? Vielleicht das? Genau, Skittles passt. Hier, hier. Oh, danke, Doktor. Scheint, sie hat geglaubt. Wir müssen gehen. Hey, warum ist die Pille so süß und erinnert an Skittles? Das ist wirklich Skittles. Ups. Was? Im Ernst? Warten Sie, ich hau ab. Oh, der Kopf tut immer noch weh. Keine Süßigkeiten. Hey, schläft sie? Ich muss so tun, als wäre ich alt, dann klappt's sicher. Sehe ich gut aus? Gut gemacht. Los geht's. Wer ist hier? Mensch, warum machen die so viel Lärm? Wer bist du? Hey. Wir müssen euch auf Süßigkeiten überprüfen. Oh, genau. Es ist ja Donnerstag für ältere Leute. Natürlich, Herr. Fahren Sie zum Arzt. Er wartet schon auf Sie. Vielen Dank. Durchhin. Okay, also, was ist das noch auf dem Boden? Kommt das vom Opa? Alles klar. Bringt die Krankenschwester mit. Stehen bleiben. Habt ihr Süßigkeiten dabei? Sie wurden mir reingesteckt. Sofort raus aus meiner Abteilung. Ich bin schon weg, bin weg. Ich helfe dir. Du kannst sogar laufen. Wie viele Süßigkeiten sind dabei? Raus. Ja, heute ist ein schwieriger Tag. Mensch, was für ein helles Licht. Woher kommt es? Hallo, Baby. Ich muss meine Schwester besuchen. Ich bin von meiner Tournee zurückgekommen. Lässt du mich durch? Wow, wie cool. Danke für das Lied. Was? Ich? Singen? Ich bin doch nur eine normale Krankenschwester. Wie soll ich singen? Versuch es. Gut. La, 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 la. Wie war's? Hat sie gefallen? Das war das Beste, was ich gehört habe. Mit deinem Gesang hast du sicher eine Rose verdient. Nachricht zu meiner Schwester. Ich hoffe, dass ich dich bei meinem Konzert sehe, Baby. Okay, ruf mich an. Bye. Dieser blöde Gips macht mich fertig. Was ist das für ein Clown? Ich bin ein großartiger Künstler und dein geliebter Bruder Oscar. Ich konnte dir dank meinen genialen Ideen wieder Süßigkeiten bringen. Wieso lachst du? Okay, ist das lustig? Leg los, Schwesterchen. Hurra, Leckereien. Ich will ein bisschen von allem. Obwohl, nein, alles und jede Menge. Haltes Schätzchen. Und ich werde euch jetzt meinen letzten Hit über die Leckereien singen. Tina, singt mit. Oh ja, la, 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 la. Und jetzt kommt dein Teil. Und du, Freund, sing mit. Oh ja, sie fühlt die Musik gut. Und jetzt alle zusammen. Los, los. Süßigkeiten, meine Süßigkeiten. Wow, yo. Lass mich bitte durch. Und wie lange kannst du schon mit Süßigkeiten kommen? Wir haben überall Zeichen, dass es verboten ist. Gib's zurück. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Oh, ich habe schon eine Idee. Ich werde so tun, als wäre mein Arm gebrochen. Tatsächlich werden Süßigkeiten im künstlichen Arm sein. Das ist genial. Ich werde definitiv nicht erwischt. Wir werden es gleich überprüfen. Oh, mein Arm, mein Arm. Stehen bleiben, sei ehrlich. Bringst du Süßigkeiten mit? Vielleicht hier? Oh Mensch, es tut mir leid. Kommen Sie natürlich rein. Danke. Oscar, was ist passiert? Mein Arm, er tut weh. Ich glaube, ich habe ihn gebrochen. Ich fühle ihn überhaupt nicht mehr. Oh, es tut mir leid. Warum liegst du hier so breit? Wisst ihr was? Ich habe eine Überraschung für euch. Es war ein Scherz. Mir geht's gut. Ich habe nur Süßigkeiten im Gips mitgenommen. Ich weiß, dass ich ein Genie bin. Gib mir schnell Süßigkeiten. Und mir, meine geliebten Skittles. Hurra, ich habe auch was bekommen. Voller Genuss. Wow, ein Keks.
Das ist voll wenig. Aber wenigstens besser als gar nichts. Sieht so aus, als wäre jemand richtig hungrig. Aua, sei doch vorsichtig. Du hast mir direkt auf die Stirn getroffen. Ich werde es wieder tun, wenn du mir in die Quere kommst. Bingo. Oh, ich habe mir was einfallen lassen. Pass mal auf. Ich habe Angst. Leg die Säge weg. Entspann dich. Ich will doch nur meinen Fix schneiden. Vorsicht, die Krümel fliegen in unsere Richtung. Das war's. Ich bin fast fertig. Jetzt noch ein letzter Schnitt. Und nun kann ich meinen Schokoriegel genießen. Du hast ihn schmutzig gemacht. Sieh dir das an. Oh, tut mir leid. Das war aus Versehen. Hauptsache, alles hat geklappt. Als hätte ich viel mehr Schokolade bekommen. Jedes Stück ist lecker. Super. Zu schade, dass mein Fix schon alle ist. Okay, jetzt bin ich also dran. Weg mit den Verpackungen. So ist besser. Das hast du ja toll gemacht. Dankeschön. Und jetzt kann ich gleich alles auf einmal aufessen. Ich liebe es. Gut, dass ich noch mehr Riegel habe. Ach so, ich habe eine Idee. Was willst du mit der Milch? Oh, mein Kopf. Wieso wirfst du die ganze Zeit Dinge nach mir? Sorry, aber ich mache mir gerade eine Schokomilch. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich bin mir sicher, dass mit der Schokomilch meine Twix noch besser schmecken werden. Och, was für eine tolle Kombination. Ich würde auch gerne was probieren. Ein anderes Mal. Jetzt bin ich dran. Ich weiß auch schon, was man mit so viel Schokolade machen kann. Ich fange damit an, alle Verpackungen wegzupusten. Wow, wie hast du denn das gemacht? Fantastisch. Und jetzt beginnen wir den Bau meiner Festung. Ich brauche einen Spachtel und natürlich süße Nutella. Ich liebe es. Riecht super. Ich schmier die Nutella auf die Twix und baue daraus einen Turm. Seht ihr, die Nutella hält alles zusammen. Ich bin fast fertig. Fantastisch. Was für ein hoher Turm. Lass uns was davon probieren. Wieso wackelt mein Turm? Was macht ihr denn da? Der Turm wird doch umfallen. Das reicht. Bitte. Oh nein. Ups, das hätten wir wohl nicht tun sollen. Na wartet, ihr könnt noch was erleben. Tut mir leid, wir konnten uns nicht zurückhalten. Gut, dass ich einen Helm getragen habe. Wow, das sind ja Glotzer. Ich würde von meiner Portion nicht im Plural sprechen. Du hast nur ein Auge. Du hast die kleinste Portion bekommen. Na warte, hör auf, mich auszulachen. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Na warte, ich werde mich noch rächen. Mal sehen, wie dir mein Streich gefallen wird. Sieht ganz schön gruselig aus, nicht wahr? Hilf mir! Was ist denn hier passiert? Wo kommt das Auge her? Das wäre ein Albtraum! Macht voll Angst, nicht wahr? Wieso habt ihr mit dem Auge nach mir geworfen? Ups. Ich glaube, mein Streich ist außer Kontrolle geraten. Ich ersticke, ich kann nicht atmen. Es wird Zeit für ein Frühstück. Ich liebe diese Schokokugeln. Ach du meine Güte, ein Auge. Gut, dass das nur ein Scherz war. Ich bin schon fast ausgeflippt. Das Auge ist übrigens richtig köstlich. Zu schade, dass ich nichts mehr habe. Dann bin ich jetzt dran. Ich hoffe, die Dinger werden mir auch gefallen. Oh ja, das ist köstlich. Ich liebe Fruchtgummi. Hey, Finger weg. Das ist meine Portion. Alle 100 Augen gehören mir. Die sind so schön weich und süß. Super. Genau so mag ich sie. Gibst du uns vielleicht was ab? Du hast so viel. Gib uns bitte ein einziges Auge. Tut mir leid, aber ich habe nichts mehr. Zu spät. Ich fühle mich irgendwie komisch. Oh, was ist denn hier los? Was ist mit meinem Gesicht passiert? Sieht aus, als hättest du zu viel Augen gegessen. Nur ein Chipsstück? Schaut mal, habt ihr jemals 100 Packungen Chips gesehen? Ah, da hat aber jemand Pech gehabt. Das
ist sicher. Ich kann das Ding nicht mal heben. Was hat sie vor? Ich brauche ein Vergrößerungsglas. So kann ich das Ding endlich essen. Ich habe es geschafft, das Ding hochzubekommen. Ich werde versuchen, den Genuss in die Länge zu ziehen. Das war's wohl. Das war zu schnell. Das heißt, jetzt bin ich dran. Oh Mann, was für ein guter Deckel. Ich kriege ihn kaum ab. Na komm schon. Sieht aus, als würde jemand hungrig bleiben. Niemals. Ich werde das Ding noch öffnen. Schaut, ich hab's geschafft. Wieso hast du das Ding hochgeworfen? Das werde ich euch gleich zeigen. Oh, voll cool. Das verdient Respekt. Natürlich tut es das. Ich bin ein Meister im Chipsessen. Oh, mein Kopf. Ah, was für Sternchen. Ich glaube, die muss noch ein bisschen trainieren. Okay, das heißt, jetzt bin ich dran. Beste Freunde, kannst du mir was geben? Aua, jetzt hör auf, die Dinger nach mir zu werfen. Tut mir leid, ich kann dich nicht hören. Ich glaube, ich leg mich noch mal hin. Das ist so gut. Ich krieg einfach nicht genug davon. Vorsicht, du hättest mich fast geschlagen. Das war's. So kann das nicht weitergehen. Au, das tut weh. Mann, ich habe richtig Glück gehabt. Sie keine voreiligen Schlüsse. Geschieht ihr zurecht. Sie hat das bekommen, was sie verdient hat. Brokkoli, soll das euer Ernst sein? Und ich habe nur einen Kern oder einen Samen. Was soll ich damit machen? Keine Ahnung, ich probiere es einfach. Igitt, ich kann das Ding gar nicht kauen. Was hast du vor? Ich denke, ich muss den Samen pflanzen. Ruf uns mit Erde voll zu werfen. Schluss damit. Ich muss ein tiefes Loch graben. Wegen dir sind wir voller Erde. So, genau wie mein Samen. Ich bezweifle, dass daraus was wird. Das werden wir noch herausfinden. Und du kannst so lange dein Brokkoli essen. Das riecht voll eklig. Ich hasse Gemüse. Das ist voll ungenießbar. Gut, dass ich die kleinste Portion bekommen habe. Hey, you. Ich muss dringend was trinken. Gut, dass ich eine Cola habe. Ich fühle mich gleich viel besser. Oh, gib das mal her. Ich muss meine Pflanze gießen. Die braucht Feuchtigkeit. Na, hat's dir geholfen? Oh, meine Pflanze fängt an zu sprießen. Niemals. Super. Jetzt musst du das Ding aber probieren. Guten Appetit. Oh Mann. Ich wusste gar nicht, dass das so enden würde. Besser hätte ich gar nichts erst angebaut. Ich mag keinen Brokkoli. Außerdem bist du jetzt voller Erde. Ich hab's geschafft. Jetzt bist du dran. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Schaut mal, da ist ein Vogel. Ja, die haben mir tatsächlich geglaubt. Die sind so leicht zu täuschen. Weg mit diesem Brokkoli. Mia, du wolltest mich wohl austricksen? Niemals. Ich fange die Dinger auf. Das war's, ich bin fast fertig. Nur noch ein kleiner Bissen. Und wie sieht's mit dem Rest aus? Den habe ich extra für dich aufgesammelt. Oh Mann, mein Plan ist gescheitert. Na los, lass dich nicht ablenken. Skittles, voll super. Jemand hat die kleinste Portion bekommen. Das klingt traurig, aber ich habe nur ein Bonbon. Verliererin. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich weiß, was zu tun ist. Wozu brauchst du ein Handy? Das werdet ihr gleich sehen. Ich muss mein Bonbon ein bisschen vergrößern. Wow, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ich habe immer noch ein Bonbon, aber das ist um einiges größer. Wow, so ein Bonbon hätte ich auch gerne. So, jetzt bist du dran. Los geht's. Ich habe auch einen tollen Plan. Ich werde die Dinger mit dem Mund auffangen. Völlig daneben. Nichts.
mach dir nichts draus. Ich habe mir was Besseres ausgedacht. Hey, hör sofort damit auf. Das sind meine Süßigkeiten. Ich werde die selber essen. Mit welcher Farbe soll ich anfangen? Oh, es gibt so viele. Mit der hier? Oder lieber mit der hier? Ich weiß, was zu tun ist. Was zum Teufel ist das denn? Noch verstehe ich's nicht, aber die hat eindeutig was vor. Das ist so eine Art Lotterie. Die wird mir sagen, mit welcher Farbe ich anfangen soll. Was bedeutet das orangene Bonbon? Nur eine Sache. Ich weiß, was ich wählen soll. Die orangenen Skittles. Na, schmecken sie dir? Total. Und mir ist egal, in welcher Reihenfolge ich die Dinger esse. Kann ich auch an der Lotterie teilnehmen? Mal sehen, was da drin ist. Wow, du hast die Glückskugel gezogen. Ich habe so lange von so einem großen Bonbon geträumt und endlich ist mein Traum wahr geworden. Schaut mal, da sind noch mehr Skittles drin. Kannst du uns was abgeben? Okay. Bitte, bitte? Aber sicher doch. Schließlich sind wir Freunde. Dankeschön. Lecker Schmecker. Hier kommt die geliebte Schule. Na, endlich sind wir umgezogen. Aber was ist das denn für ein Albtraum? Das sind ja eklige Kakerlaken. Und alles ist kaputt. Ich will hier nicht wohnen. Schau dir diese riesigen Kakerlaken an, die auf meinem Bett herumkrabbeln. Ich glaube, ich weiß, was ich tun kann. Ich werde mir einfach neue Möbel bestellen. Ich werde mir so ein Zimmer machen. Schau dir das an, Wednesday. Gefällt's dir? Oh, ist das grell. Ich werde doch blind. Oh, nimm das bloß weg. Mein Zimmer wird so aussehen. Das ist doch voll langweilig und düster. Nein, das ist stilvoll. Ich werde mir eine Menge cooler Sachen kaufen. Oh, da klingelt jemand an der Tür. Ich gehe ran. Ich wette, das ist meine Bestellung. Bitte komm rein. Oh, meine Regale. Guten Tag, kommen Sie hier entlang. Oh, ich bin so glücklich. Was für ein wunderschönes weißes Regal. Ich kann hier so viel Zeug reinstecken. Das Bett für Mademoiselle ist fertig. Die Spielsachen sind auch aufgeräumt. Der letzte Schliff. Und hier noch die Fische. Und dieses Bild aufhängen. Die Kissen. Fertig. Super, danke schön. Tschüss, ihr seid großartige Meister. Jetzt ist das ein wunderschönes Zimmer. Ich bin so glücklich. Oh, hör endlich auf damit. Ich bin unterwegs in die Welt von Farben und Schönheit. Ich werde alles selber machen. Oh, was für ein schönes Kissen. Was macht sie denn da? Ich muss das Gebiet abstecken. Erledigt. Was ist das? Mein Gebiet nicht betreten. Eiskaltes Händchen, bring mir die Kiste. Beeil dich, ich habe eine Menge Arbeit vor mir. Na endlich. Der Deckel kommt weg. Was haben wir hier? Schwarze Bretter, was wir brauchen. Wo kommt dieser Lärm her? Das werfe ich erstmal hier hin. Ich brauche das hier. Händchen, steig in die Kiste und hol den Bohrer. Na komm schon. Ich werde hier alles bohren. Aha, und nochmal. Na also, ich bin ein echter Handwerker. Hey, gib mir bitte den Hefter. Dankeschön. Ich mache mir einen Baldachin über dem Bett. Das dauert nur ein paar Minuten. Genial. Und jetzt Dekoration. Ich nehme mir etwas Pappe und klebe sie an die Wand. Außerdem nehme ich mir eine Lampe. Die klebe ich auch an die Wand. Händchen. Na, komm schon. Na, was machst du denn da? Steckst du etwa fest? Händchen, stimmt alles? Okay, ich schaff das selber. Hier, geh mal spazieren. Ich hol mir etwas Kunststoff. Und kleb ihn hier hin. Genauso wollte ich es. Wunderschön, weiche Wand. Jetzt nur noch das letzte Stück. Irgendetwas fehlt hier. Hey, Händchen. Ah, das hast du dir gut überlegt. Okay. Ich brauche diese Farbdose.
Oh ja, jetzt sieht das wunderschön aus. Okay. Hilf mir bitte, die Wand zu streichen. Ich muss nur noch die Vorhänge aufhängen. Und mein wunderschönes, düsteres, leuchtendes Zimmer ist fertig. Oh, das sieht ja richtig gruselig aus. Noch ein bisschen Dekoration. Schöne schwarze Sachen. Und ein Globus. Und hier kommt meine düstere Schaukel drauf. Einfach nur genial. Gefällt mir. Was sind das denn für schreckliche Geräusche? Oh, Wednesday spielt schon wieder. Na gut, dann hole ich mir eben mein Mikrofon und meinen Lautsprecher. Ah, mein wunderschönes rosa Mikrofon. Jetzt werde ich mein Lieblingslied singen. Es funktioniert. La 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 la. Was macht die denn da? Ich weiß, wie ich das beseitigen kann. Ich liebe die Musik. Wieso ist das Licht ausgegangen? Was ist passiert? Ich tanze meinen Lieblingstanz, meinen Düstertanz. Ah, das ist der Grund. Na gut, warte mal einen Moment. Hä? Schon wieder ist das Licht an? Ja, so gefällt's mir. Hey, eiskaltes Händchen, komm mal her. Wir müssen was dagegen tun. Was? Hey, nein, fass den Hebel nicht an. Ich lass das nicht zu. Lass los, Händchen. Lass ihn in Ruhe, bitte. Nein! Oh nein, er wird doch gleich ertrinken. Oh, ich bitte dich, bloß nicht schreien. Wir müssen ihn retten. Er ist ertrunken. Jetzt keine Panik. Es geht ihm gut. Siehst du? Oh, es freut mich so sehr, dass es ihm gut geht. Jetzt sind meine Hände nass. Oh, was für ein toller Zauberwürfel. Und ich habe es geschafft, ihn zusammenzusetzen. Aber jetzt habe ich Hunger. Ich glaube, ich bestelle mir was Leckeres. Okay. Super, es wird bald hier sein. Oh, da sind die ja schon. Ja, 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 hier ist meine Bestellung. Hallo, kommen Sie rein. Bitte stellen Sie meinen Kühlschrank hier hin. Auf Wiedersehen. Oh, du bist ja süß. Mal sehen, was da drin ist. Oh ja, alles, was ich bestellt habe. Oh, das sind meine Lieblingsgummibärchen. Die schmecken ja gut. Mega lecker. Ich liebe es. Yippie! Ich bin auch hungrig. Oh, no. Händchen, ich will was essen. Bring mir was. Was schleppst du denn da? Was ist das denn? Ich hoffe, das ist Tomatensaft. Mmh, nicht schlecht, nicht schlecht. Und was ist das? Oh ja, genau das Richtige. Lecker schmecker Glotzer. Ich liebe die Dinger. Hm, ich habe mir was überlegt. Ich werde Annette einen Streich spielen. Hey, Annette. Oh, voll lecker. Was ist denn? Ach, du meine Güte. Schau mal, ich esse meine Augen. Ah, Wednesday, was ist mit dir los? Hm, gleich werde ich deine Augen essen. Du machst mir doch Angst. Ja, ich habe dir nur einen Scherz gespielt. Ja, wie auch immer, das war nicht lustig. Ich werde meine Gummibärchen aufessen. Yeah, hier habe ich alles für eine Disco. Wow. Die Disco-Kugel ist so cool. Ich werde bis zum Morgen tanzen. Boah, so viel Licht. Dich werde ich hier aufhängen. Einfach nur toll. Und das ist meine wunderschöne Lampe. Hier hänge ich noch ein paar Lampen auf. Und jetzt kann ich das alles einschalten. Yeah, ich mache eine super Disco. Jetzt muss ich meine Freunde anrufen. Hallo Leute, schaut mal, ich schmeiß hier eine Party. Ihr müsst unbedingt vorbeikommen. Ah, da sind die ja schon. Ich mache die Tür auf. Schaut doch nur, wie schön es hier aussieht. Gefällt's euch? Hier habe ich eine Disco-Kugel. Oh, super, wir müssen ein Foto machen. Und noch ein Selfie. Yeah, das macht voll viel Spaß. Wir tanzen bis zum Umfallen. Was ist denn da draußen los?
Das ist voll beängstigend. Aber lass uns einen Blick drauf werfen. Was wartet denn da auf uns? Was wollt ihr denn? Ah, das ist ein Geist! Nichts wie weg hier! Ich bleib lieber hier. Ich hätte mir das nicht ansehen sollen. Ich habe hier einen Spiegel und einen coolen rosa Lippenstift. Gleich werde ich mich schminken. Jetzt sehe ich noch viel hübscher aus. Hey, was machst du denn da? Ah, du spielst? Oh, geht's dir gut? Gehst du jetzt nach Hause? Na gut. Ich muss meinen Roman bis zum Abgabetermin fertigstellen. Es ist nicht mehr viel übrig. Nur noch ein paar Kapitel und dann kann ich ihn an den Verlag schicken. Eiskaltes Händchen, lass mich los. Na, was willst du denn? Please. Lass mich mal schauen. Nein, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Mach eine Fliege, geh spazieren. Ah, was für tolle, bunte Lidschatten. Hä, was ist das denn? Händchen, was ist passiert? Sie hat dich rausgeschmissen? Hey, hör auf! Lass meine Haare los! Oh, wieso kann ich mich nicht einfach konzentrieren? Wollt ihr mich etwa ablenken? Na, warte. Komm mal her, du Kleiner. Hey, du Schlingel. Ich werde dich in diesen Käfig stecken. Ach, du Armer. Komm schon, bitte lass ihn raus. Er ist doch voll süß. Komm mal her, ich werde dich rauslassen. Hey! Lass uns nicht mehr streiten, okay? High five! Yes! Mach's gut! Ich bin froh, vielen Dank. Lass mich. Wednesday, du bist so ein Schatz. Dankeschön. Ich bin bereit anzufangen. Oh, was für eine unangenehme Überraschung. Ich hasse alles, was scharf ist. Das tut mir wirklich leid für dich. Mal sehen, was mich erwartet. Yeah, ich krieg eine Kinderüberraschung. Yummy. Oh, ich liebe diese Schokolade. Ich glaube, es gibt echt nichts Köstlicheres auf der Welt. Mach den Mund zu und mach dich an deine Schote. Ich will aber nicht. Die wird doch mega scharf sein. Aber vielleicht kann ja die Schokolade das Problem lösen. Das muss ich probieren. Wobei, Moment mal, ich muss ja nicht unbedingt beißen. Ich kann einfach die Schokolade ablecken. Nein, so geht das nicht. Oh Mann, ich wusste, dass du das sagen würdest. Okay, schließlich bin ich tapfer und kann das schaffen. What? Oh nein, jetzt brennt mein Mund. Ich glaube, ich brauche hier einen guten Schutz. Ich kann das nicht mehr zurückhalten, ich brenne. Könntest du bitte in die andere Richtung Feuer speien? Tut mir leid, ich konnte mich nicht beherrschen. Ich brauche jetzt dringend was zu trinken. Oh ja, das fühlt sich echt viel besser an. Was für eine Erleichterung. Es ist endlich vorbei. Da bin ich froh. Hey, was lachst du so, Susie? Dein ganzes Gesicht ist voller Ruß. So ist besser. Nein, bloß nicht da. Ist mein Schokoeis geschmolzen. Das war ein Zufall, tut mir leid. Das interessiert mich nicht. Ah, aber da ist ja noch das Überraschungsei drin. Fantastisch! Und da ist ja noch ein klitzekleines Kinderüberraschungsei drin. Ich muss sofort die Verpackung abnehmen. So ist gut. Jetzt kann ich es probieren. Ah ja, das will ich ja noch in die Schokolade tunken. Das wird sicher noch leckerer schmecken. Kann ich auch was haben? Nein, sicher nicht. Ein Ei hast du mir bereits schon ruiniert. Mann. Nächste Runde. Wie aufregend. Lass mal schauen. Ui, das sind ja Poppets. Sehen super aus. Ich will Erste sein. Komisch, das fühlt sich ja voll seltsam an. Ist das Ding kaputt? Keine Ahnung. Ich muss mal genauer hinschauen. Oh Mann, ich habe das Ding zerstochen. Jetzt ist da ein Loch drin. Wie komisch. Oh. Ah, das Poppet riecht ja toll.
Wow, das ist ja Fruchtgummi. Großartig. Ist ja eine schöne Überraschung. Hoffentlich ist meins auch essbar. Das geht ja gar nicht. Daran kann ich mir ja die Zähne zerbrechen. Aua, das hat wehgetan. Oh. Beim nächsten Mal wirst du dir das nicht in den Mund legen. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss meinen lecker Schmecker-Poppet noch in die Schokolade tunken. Jetzt ist das Ding noch besser geworden. Sowas habe ich noch nie probiert. Kannst du mir auch was abgeben? Nur ein Stückchen. Nein, sicher nicht. Dann werde ich wohl einfach so mit meinem Poppet spielen müssen. Ich glaube, ich habe mir was überlegt. Ich werde mein Poppet einfach mit Schokolade auffüllen. Hey, wo willst denn du hin? Jetzt muss ich das in den Kühlschrank stecken. Wow. So. Und jetzt ein bisschen abwarten. Ich glaube, wir sind soweit. Genau gut. Die Schokolade ist hart geworden. Wo warst du denn so lange? Das siehst du gleich. Schau mal, ich habe einen Schokopoppet bekommen. Yummy. Ist das nicht cool? Ich glaube, da kann ich noch ein bisschen Schokolade hinzufügen. Und jetzt probieren. Das ist einfach fantastisch. Mm. What? Kannst du mir vielleicht auch was abgeben? Das kannst du vergessen. Mann, bist du gierig. Dann werde ich mir einfach dein Poppet wegnehmen. Jetzt gehört es mir. Oh, ich mag diese Knöpfe. Und noch mehr und noch mehr. Das ist so schön entspannend. Hey, das war mein Poppet. Gib es zurück. Du brauchst es doch eh nicht. Gib her. Was hast du angerichtet, Mia? Du hast es zerrissen. No! Susie, wo bist du? Das Poppet ist ruiniert. Du hättest es mir nicht wegnehmen sollen. Wobei, man kann damit immer noch spielen. Ah, du hast ja recht. Voll cool. Ich kann es kaum erwarten, zu erfahren, was da drin ist. Dann leg doch los, Susie. Ein Maiskolben? Ich glaube, du hast mehr Glück, oder? Okay. Yeah, Eis am Stiel. Da hattest du recht. Warum ist das Leben so ungerecht? Ich wäre gerne an deiner Stelle gewesen. Ich kann dir was abgeben. Danke. Ha, reingefallen. Du hast mich ausgetrickst. Das war mega lustig. Okay, jetzt will ich aber mein Eis auch in die Schokolade tupfen. Wow. Das ist so mega lecker. Die Schokolade passt perfekt zum Eis. Ich will auch was probieren. Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich das ohne deine Hilfe schaffe. Oh ja, ich kann euch allen beibringen, wie man Eis am Stiel essen muss. Ich glaube, niemand kann dich darin schlagen. Das kannst du laut sagen, aber irgendwie ist es ganz schön kalt hier. Hey, Mia, was ist denn mit dir passiert? Ah, die ist ja erstarrt. Das heißt, ich kann mir ihr Eis einfach nehmen. Na, endlich. Jetzt kann sie mich sicher nicht aufhalten. Oh, das sieht echt perfekt aus. Glaub mir, Mia, das schmeckt wirklich super. Ich werde mich noch an dir rächen. Hast du etwas gesagt? Ich konnte es nicht hören. Aber warte, ich werde dich ein bisschen auftauen. Dafür brauche ich den Gasbrenner hier. Na, geht's dir besser, Mia? Oh, tatsächlich, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Hey, wo ist mein Eis hin? Du hast es aufgegessen. Na, ich musste mir doch so eine Art Belohnung besorgen, oder? Mach dich an deinen Maiskolben. Ja, das hatte ich eh vor. Okay. Probieren wir mal. Vielleicht schmeckt's ja. Gar nicht schlecht, aber ich habe eine bessere Idee. Was hast du denn vor, Susie? Na, ich habe mich daran erinnert, dass man ja aus Mais Popcorn machen kann. Dafür muss ich den Kolben wegschmeißen und die Körner erhitzen. Dafür brauche ich diese Bratpfanne und den Herd. Gleich lasse ich mein Popcorn so richtig poppen. Oh Mann, es fliegt mir direkt ins Gesicht. Das habe ich nicht kommen sehen. Okay, ausschalten. Mein Gericht ist fertig. Wow, was für ein toller Plan. Ich wusste, du wüsstest ihn zu schätzen. So schmeckt der Mais doch gleich viel besser.
Und das Einzige, was hier noch fehlt, ist eine Schokoglasur. Aber das werde ich sofort ändern. Oh, ist das schön? Jetzt ist mein Gericht einfach perfekt. Ich bin mir sicher, das wird mega lecker. Mmh, köstlich. Susie, du wolltest doch mit mir teilen, oder? Okay. Ach, wirklich? Ja, gerne. Was auch immer du fängst, gehört dir. Hey, könntest du ein bisschen besser zielen? Tut mir leid, ich kann dich kaum sehen. Und außerdem bin ich so müde. Gib mir das Popcorn. Das schaffe ich auch ohne deine Hilfe. Das gehört mir. Gib es her. Oh nein, du hast es einfach fallen lassen. Jetzt regt er das Popcorn. Hey, das ist voll unfair. Ich glaube, wir sind quitt. Das Popcorn gehört mir und der Eimer dir. Nächste Runde. Mal sehen, was uns erwartet. Oh, ich habe eine Coca-Cola. Nicht schlecht. Das kannst du laut sagen. Hm. Und was habe ich? Brokkoli. Bloß nicht das. Ich will auch eine Cola. Verliererin. Komm drüber hinweg. Hör auf, mich zu verspotten hier. Ach, komm schon. Das mache ich doch gar nicht. Ich werde nur gleich meinen Erfolg genießen und diese Cola hier trinken. Oh ja, die schmeckt so erfrischend. Jetzt wird es aber Zeit, etwas Neues zu erleben und Schokolade hinzuzufügen. Zweifellos wird das das Getränk noch besser machen. Wow. Die Flasche ist wieder voll. Aber warum kommt da nichts? Okay. Das Getränk muss wohl zu dick geworden sein. Ich muss es einfach ausquetschen. Hey, was ist denn hier los? Oh, ich hab's voll vermasselt. Haha, wie siehst du denn jetzt aus? Oh, aber weißt du was? Das schmeckt mega lecker. Davon will ich doch gleich mehr trinken. Wow, kannst du mir auch vielleicht was geben? Nein, sicher nicht. Du sollst deinen Brokkoli essen. Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Das werde ich dir nie vergessen. Oh, dieser Brokkoli stinkt total. Ich muss es so schnell wie möglich hinter mich bringen. In dieser Situation kann mir nicht mal die Schokolade weiterhelfen. Einfach ekelhaft. Das würde ich niemandem raten. Du musst das aber aufessen. So sind die Regeln. Ja, wenn du drauf bestehst, okay. Aber das verspricht echt nichts Gutes. Ich will mir das wirklich nicht in den Mund legen. Ich muss mich einfach beeilen. Je schneller ich esse, desto schneller habe ich es hinter mich gebracht. Aber es ist trotzdem noch eklig und noch so viel übrig. Also, um ehrlich zu sein, will ich dir gar nicht dabei zuschauen. Du hast mich aber dazu gezwungen. Ja, aber das sind nun mal die Regeln. Komm schon. Das war das letzte Stück. Oh nein, was ist mit meinem Bauch los? Hey, boah, du hast ja voll die Blähungen. Ich glaube, ich muss pupsen. Bitte hör auf, Susie. Was hast du denn gemacht? Sorry.